SRF-Chef. SRF-Untertan. Ich habe ein Video gesehen. Hier mit dem Käse. Gute Idee von mir. Ne? Sind wir unter die Leute gekommen? Ne? Das lenkt man noch nicht. Wir müssen an die Basis. Dass du mit dem ganzen Rechtsrutsch. Wir müssen dort hin, wo es richtig weh tut. Ne? Ihr. Wir gehen ins Appenzell. Es ist ein wunderschöner Tag und Studio 404 geht heute wieder auf eine kleine kulturelle Klassenfahrt. Ich habe mir für das die zwei linksversichtigsten Vollpfosten vom SRF aus. Also, eigentlich alles beim SRF linksversichtig. Vollpfosten. Aus deiner Sicht ist alles links. Also, weißt du, wenn du so bist, ist alles links. Du bist eine Frau, die einen Döner schneidet auf dem T-Shirt. Wie unrealistisch, wenn man. Jedenfalls habe ich mir die zwei linksversichtigsten. Wir haben einen Kameramann, der aussieht wie ein bisexueller Cop aus den 80er. Und einen jung bliebenen Produzent, der sich als 13-jähriger Skaterboy identifiziert. Und wir gehen heute ins Herz der Schweizer Kultur. Wir gehen ans Appenzeller Ländlerfest. Es reden immer alle über Diversität und man muss verschiedene Aspekte von Kulturen zeigen. Und Vorurteile sind nicht so cool. Darum gehen wir es uns doch einfach mal anschauen. Ihr habt keinen Bock, ihr habt gar keinen Bock, ich habe richtig Bock. Juhui. Was ist das? Das ist Freiheit. Das ist echt, das ist die Schweiz. Das ist nicht Kreis 4, Mattu. Da wird nicht 17 Minuten geduscht. Da hast keine Böckchen in der Dusche. Spielt Mami noch Handhörgel, wenn das Lied vorbei ist, halt, ist besser der Schnapperputz. Vorsicht, nicht nachmachen, bitte nicht nachmachen. Mit Arzt und trinke Wodka aus der Glasflasche. Bitte nicht nach. So, Matthew, wir sind jetzt hier in einem wunderschönen Altstädtchen von Appenzell. Du hörst, es schallert und dudelt aus jeder Spunte raus. Das ist jetzt schon. Also, Souvenirläden sind genial. Man sieht, das ist einfach die klassische, das ist die Dreifaltigkeit des alten Schweizer Mannes: Gehstock, Jagdhorn und Gewehr. Das ist wirklich deine Welt. Dann hast du eine Fliegenfischrute und einen Flachmann. Ich freue mich, ich finde es schön. Schau mal die Blicke, die wir bekommen. Ist die Stimmung ist ein bisschen. Schau mal, wir werden. Aber du bist doch da, ich gehe Brücken schlagen. Ja. Wir sind Zeug und Sachen. Ja. Aber. Weißt du, das ist der Punkt. Wenn man diese Leute jahrelang ins Eckli stellt und verurteilt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man denen so beäugt wird. Oder wenn man jahrelang diskriminiert und Gegaben schüttet und sagt, die sind alle gleich und sagt, das sind alles verkorkste, alte, rechte, weisse Männer, dann ist natürlich klar, dass wenn man da auftaucht, einen Trainerhosen und ein Fenerbahce-Trikot, dass man dann angeschaut wird von so einer barfüßigen Almöhe, oder? Wir haben gerade vorher gesagt, denen würden wir kein Interview geben. Warum würden ihr uns kein Interview geben? Nein, also ich glaube, es ist einfach ein bisschen aufgefallen, weil wir sind wirklich die Einzigen mit Trainerhosen. Aber es ist ja eigentlich auch schön, dass es wirklich Leute von Alpesjung und von der ganzen Schweiz hat. Von Diversität, gell? Für das stehen wir doch beim SRF. Für das zahlen alle Beilage, oder? Serafen. Ist Appenzell der wokeste Kanton in der Schweiz? Würde ich so nicht behaupten, aber Teilsachen schon. Ja. Teilsachen sehr woke. Genau. Jetzt haben wir alle noch Gewehre daheim und fahren Traktor. Von dem her Woke Balance etwa ähnlich wie Zürich oder Basel. Was fährst du für einen Traktor, Sven? Ich kann Subaru. Was fährst du? Subaru. Haben die Kinder? Darf ich fragen? Jawohl. Rauchen die Marlboro oder Krummi? Beides nicht. Feiliger. Feiliger? Stumpf. Aber ist das ein Ding, dass Kinder rauchen hier? Nein, das ist ein Ausnahmetag, wie die Viehschau. Ja. Und dann dürfen sie ein bisschen rauchen, bis sie rauchen. Übergehen. Sie müssen aber gehen. Bis sie sich aber wie viel ist dein Outfit wert? Nike, Louis, Gucci. Was ist denn der Trip wert bei euch? In der Regel hat man so eine Tracht vererbt von der Mutter oder von der Großmutter oder von einem alten Bessi. Darum, wie ist es bei der Kreditkarte, der Slogan? Unbezahlbar. Sind bis zu 5'000 Franken. Ja. Bis zu 5'000 Franken für Hemli, Gurt, Weste. Wie nennt man das hier, das lustige? Bauernkettere. Bist du immer dabei, falls du im Parkhaus oder im Mikrowagen nicht kannst? Früher schon, heute noch mehr. Aber der Gürtel allein ist 2,5 Tonnen. Das ist richtig viel. Bauernkettere, ja. Entschuldigung.
Tuchketten. Ich möchte da niemandem auf die Füße stehen, was Fashion Statement angeht. Wenn das immer vererbt wird, müssen ja alle Mütter und Grossmütter gleich gross sein, gleich viel essen oder wenig essen. Da muss man wahnsinnig schauen, dass man immer genau die gleiche Frau nachbaut. Eigentlich sind Appenzeller wie so ein Babuschka-Püppli. Genau. Aber wie viel ist dein Outfit wert? Man sieht ganz viele Leute mit diesen wunderschönen goldigen Ohrenringen. Jawohl. Das sind ja Piercings eigentlich. Gibt es das auch für andere Körperstellen als das Ohrenringli? Noch immer, was vielleicht also, ein bisschen mehr Spass macht? Das erste Mal, der Piercing, ja, das ist eine Rahmkelle. Eine Rahmkelle? Ja, symbolisch also, das zum Milch. Gut, dass es noch jemand anderes gibt. Milchzentrum, oder? Da. Okay, und darum hat man da kostet einen Trachtenschmuck, da gehört zu der Tracht. Und noch eins im rechten Ohr, weil man da auch in der rechten Hand macht. Und da ist machen nicht alle mit der rechten Hand. Es gibt auch solche, die machen mit der linken Hand. Es gibt auch solche, die sitzen auf die rechte Hand und schlafen die ein. Aber wie antörnend ist denn so ein Handörgeli-Solo für Appenzeller? Weil wir das geht, oder? Ja, nein, was das so in der Länderregion auslöst. So hat jemand richtig gut Handörgelt. Ja, das gefällt mir natürlich ganz gut. Ja, gefällt dir natürlich ganz gut. Ja. Mit dieser Rahmkelle hier, oder? Ja. Rahmkelle kommt zum Schwung, Handörgeln. Ja. Solo. Mehr braucht man. Das Appenzeller Vorspiel ist eigentlich ein Handörgeln-Solo und eine gute Rahmkelle. Ja, super. Aber wegen dem hat man es gleich da. Ja. Und man ist wegen dem nicht schwul. Nicht schwul? Nein. Nein. Das ist wichtig. Jawohl. Hast du gehört? Hier, Kollege mit den langen Haaren. Nur wenn man einen Ohrring hat, ist man nicht schwul. Rechts. Ohrring rechts. Ja. Aber wenn man es links hat, dann ist man schwul? Nein. Auch nicht? Aber man sagt ja, die Schwulen haben meistens rechts einen Ohrenschmuck. Sagt man das? Habe ich schon gehört. Aha. Ich dachte, die Schwulen sind eher die Schwänze ins Maul nehmen, aber das ist einfach einmal andere. Man muss ehrlich sagen, wir haben ein paar Konzerte oben angeschaut, wir hören hier, wir sind auf dem Platz gesehen. Tönt alles gleich? Nein. Nein, natürlich nicht. Appenzellermusik ist nicht gleich. Die in deiner Schweiz spielen. Ja schon, aber das jetzt hier, das ist immer der gleiche Rhythmus. Nein, musst du mal genau anhören. Es ist so ein bisschen wie das Reggaeton von der Schweizer Folk. Reggaeton ist einmal bumtsch, bum, bumtsch. Es ist einfach, Reggaeton ist der gleiche. Reggaeton ist der gleiche Beat. Das ist jetzt eben da, du bist gestempelt. Wie viele Handörgeln ist viel Handörgeln? Da gibt gerne zu viel. Es ist beides. Es gibt nicht viel. Mit paar ist, also mit wenig ist viel, ist schön zum Lassen. Aber es kann auch schön sein zum Lassen, wenn es mega viel sind. Ja. Wenn man mit mir schwätzt, dann muss man saufen, sonst schalten wir es nicht aus. Oder? Das ist, ja, und das sauft er, schön. Ist es ein Fehler gewesen, den Frauen im Appenzell Stimmrecht zu geben? Nein, natürlich nicht, wenn man sieht, wie sich der Kanton bis jetzt entwickelt hat, oder? Wie hat er sich entwickelt in euren Super Augen? Super gut. Seit 1971 gibt es jetzt das freie Stimmrecht in der Schweiz. Ja. Vielleicht hat man dort den grössten Fehler gemacht, wer weiß? Vielleicht hat man dort den grössten Fehler gemacht? Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht war der grösste Fehler, an der Appenzeller Ländlerfest Leute interviewen. Wir wissen es nicht. Anarchie, 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 wir zeigen euch! So, Herr Bündner, das Ländlerfest ist noch lange nicht vorbei. Ich merke, bei dir ist langsam die Luft aus und wir müssen jetzt zurückverlegen in die heimische Stadt. Deine Vorurteile haben sich bewahrheitet, beziehungsweise es ist absolut nichts von dir, oder wie? Mega nette Leute, mega super Fest, aber für mich nicht. Ich muss sagen, das Appenzeller Länderfest 2023 ist das Highlight von meinem Jahr. Mein Geburtstag und Weihnachten ist eine absolute feuchte Kehricht dagegen. Und ich lasse euch jetzt auch aufs Auto gehen, hole mir sauren Apfelmost vom Fass und dann lege ich einen aufs Parkett.